Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde euch heute zeigen, wie ich mich im Alltag so schminke. Sprich, welche Produkte ich benutze, welche Pinsel. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zusehen. Als erstes benutze ich die Gesichtscreme von MAC. Das könnt ihr auch als Primer benutzen. Es hat auch leichte Schimmerpartikel drin. Ich habe jetzt die Farbe Gold Light. Die benutze ich eigentlich ziemlich gerne im Alltag. Wenn ihr jetzt sowas nicht habt, ihr könnt auch stattdessen so eine ganz normale Feuchtigkeitscreme benutzen. Das benutze ich auch immer sehr gerne. Aber heute benutzen wir die Strobe Cream von MAC. So, dann gebe ich mir das so aufs Gesicht. Ich nehme nicht so viel. Das müsste reichen. Dann arbeite ich das schön ein. Ja, man sieht halt durch diese Schimmerpartikel automatisch frischer aus im Gesicht. Als nächstes nehme ich mir den Concealer von Catrice, Liquid Camouflage in der Farbe Porzellan. Also Leute, ich finde, auf der Cam sehe ich total blau aus. Ich habe keine Ahnung, ob es an meiner Softbox liegt. Aber in echt sieht es wirklich nicht so aus wie auf dem Bild. Nachdem ich meinen Concealer aufgetragen habe, so einem Baking Powder drüber von, ich habe jetzt den von NYX in der Farbe SFP01. Das ist so ein transparentes Puder. Lass das jetzt 5 Minuten einwirken und in der Zeit würde ich sagen, machen wir mit den Augenbrauen weiter. Hierzu benutze ich den Augenbrauenstift von NYX. Ich liebe den total, weil der hier einmal, stopp, falsche Seite, hier so einen Bürstenkopf hat. Mit dem kann man halt die Augenbrauen vorher hochbürsten und dann mit dem Stift eben. Ich benutze die Farbe Espresso, fange ich hier unten mit so einer Linie an. Ich glaube, ich zeige es auf der Seite. Also so, und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Augenbrauen sind fertig. Ich mache dann meistens immer weiter mit meinen Augen. Dazu nehme ich mir so einen fluffigen Pinsel. Der ist auch von Sigma in der Farbe. Nummer E40. Ich nehme dann immer meinen Huda Bronzer. Wirklich als Eyeshadow. Leute, ich muss sagen, bei künstlichem Licht tut man sich echt schwer, weil man kann das nicht einschätzen, wie das dann bei Tageslicht aussieht. Weil bei künstlichem Licht macht man immer mehr drauf, als wie bei Tageslicht. Deswegen finde ich, dass das wirklich ungewohnt ist, gerade mit dem Licht auch. So, dann mache ich das noch hier auf der anderen Seite. Dann mache ich das Baking Powder weg.
Als nächstes ziehe ich mir dann Eyeliner. Ich habe jetzt den Eyeliner von Catrice, den Liquid Liner in der Farbe Don't Leave Me. Ehrlich gesagt, bin ich so schlecht im Eyeliner ziehen. Also wenn ihr eine Technik wisst, dann teilt es mir bitte mit, weil ich habe keine Ahnung. Ich benutze jetzt schon seit Jahren Eyeliner, aber irgendwie kann ich es immer noch nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich habe mich kurzfristig anders entschieden, weil ich weiß nicht, mir ist nicht danach. Ich benutze jetzt einfach ein Kajal, weil ich eh total schlecht im Eyeliner ziehen bin. Mache ich das einfach mit einem Kajal und ich denke auch, dass es mit dem Kajal viel natürlicher aussieht wie mit einem Liquid Eyeliner. Fertig. So, dann mache ich weiter mit dem Mascara von Essence. Das ist der Lash Princess. Den kennen bestimmt viele von euch. Ich finde wirklich, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, das ist einer der besten Mascaras, die es in der Drogerie zu kaufen gibt, wirklich. Also, wenn ihr einen besseren kennt, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Aber ich finde das wirklich, das ist wirklich einer meiner Favoriten. I love it. So, dann würde ich sagen, tragen wir das auf. Mache ich das den Hoola Bronzer drauf. Ich weiß echt nicht, ob ihr gerade den Blush sehen könnt, weil ich total blau aussehe. Naja. Als nächstes benutze ich meinen Setting Spray von NYX. Der ist eigentlich auch ziemlich gut. Es fühlt sich so gut an, Leute. Und wenn ich das gemacht habe, mache ich mir noch einen Highlighter drauf. Oh, das ist mein Highlighter. That's it. Und als allerletztes mache ich meine Lippen. Hierzu habe ich zwei Favoriten, also das sind meine aktuellen Favoriten. Das ist der Lip Cream von NYX in der Farbe Stockholm. Als Lip Liner benutze ich aktuell den von Urban Decay, das ist der Glide On Lip Pencil. So Leute, das war's. Wir sind fertig. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video.